Ja, schönen guten Morgen. Ich nehme euch mal wieder mit auf eine kleine Radtour. Die wird heute nicht allzu groß ausfallen. Es ist Sonntag. Ich wollte kurz meinen Vater besuchen und dann eine kleine Tour machen. Und nachmittags sind wir mit den Kindern im Theater, im Kindertheater. Von daher wird sie nicht allzu üppig, aber dennoch nehme ich euch mit. Ich weiß noch gar nicht genau, wohin es geht. Lasst euch also genauso überraschen, wie ich das tue. So, ich fahre jetzt erstmal Richtung Alexianerallee, dann Richtung Bußdorf, da auf die Brücke und dann fahre ich ein Stück an der Sieg entlang. Das ist immer ja, sehr schön, gerade jetzt bei dem Wetter. Ihr seht, es ist blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist zwar frisch, ich hätte mir Handschuhe mitnehmen sollen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber trotzdem, die Sonne ist da und ein toller Tag, um ein bisschen Fahrrad zu fahren. Eine sehr schöne Baumallee hier in Siegburg. Es geht jetzt Richtung Sieg. Und da werde ich, wie gesagt, auf den Fahrradweg fahren Richtung Zange. Ansonsten fahre ich ja immer gerne mal Richtung Hennef. Ein sehr schöner Weg. Aber wir nehmen heute einfach mal den anderen Weg. Den bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Und da nehme ich euch natürlich gerne mit. Ja, so langsam kommt der Herbst. Ihr seht es, einzelne Blätter liegen schon auf den Straßen, auf dem Fahrradweg. Und jetzt fahren wir hier am RKG vorbei in Siegburg. Und dann geht es, wie gesagt, Richtung Bußdorfer Brücke. Und dann an der Sieg entlang bei herrlichstem Sonnenschein. Hier ist das Wehr in Siegburg, auch eine sehr schöne Stelle, wo man sich auch im Sommer sehr schön unten direkt am Wasser aufhalten kann. In der Mem heißt es hier. Da fahren wir jetzt einfach mal weiter und schauen, ja, wo uns der Weg hin verschlägt. Wie gesagt, allzu lange Zeit habe ich heute nicht. Aber wir sind bei Kilometer 7 und es ist ein traumhaftes Wetter. Ihr seht es im Hintergrund, blauer Himmel. Besser geht es an einem Sonntag nicht für eine schöne kleine Radtour. So, und ich habe mir mal gedacht, das ist der Vorteil dieser Funkstrecke. Ich fahre jetzt einfach mal an der ICE-Strecke entlang. Da gibt es einen schönen Fahrradweg und wir werden einfach mal sehen, wie der ist. Ist bestimmt nicht die schönste Strecke, aber wir schauen. So, wir fahren jetzt hier an der ICE-Strecke, dann an Siegburg gleich vorbei. Dort hinten sieht man den Michaelsberg vielleicht noch in den letzten Zügen. Der wird gerade saniert und wir fahren gleich am Kreishaus in Siegburg vorbei. Aber eben auf der anderen Seite entlang der ICE-Strecke. So. Jetzt entfernen wir uns von der ICE-Strecke. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal hergefahren bin, wenn es ist Ewigkeiten her. An einem Parkplatz. So, das war's auch schon vom Fahrradweg. Jetzt würde ich mal fast sagen, kommen wir gleich an der Zange raus. 30er-Zone. Wir fahren einfach mal hier weiter. So, jetzt weiß ich auch, wo wir rauskommen. Wir sind in der Pleiser Hecke. Und wir kommen dann gleich in der Tat in Siegburg-Zange raus. So, wir sind zu weit gefahren. Wir mussten vorn abbiegen. Wir sind an der Pleiser Hecke.
wusste ich gar nicht, dass der Radweg hier endet. Seht ihr, war ich schon ewig nicht mehr. Und jetzt sind wir auch wieder an der ICE-Strecke und fahren dann auf die Straße und dann weiter an der Sieg entlang. Ober dem Mühldorfer Fahr. Hier fahren wir jetzt unterhalb der Brücke vorbei. Das ist der Radweg. Wieder schön an der Sieg entlang und dann Richtung Siegburg. Wir sind jetzt gerade, wie gesagt, Siegburg-Zange und jetzt fahren wir einen anderen Weg wieder zurück. Ach, es ist ein Traumwetter, ihr seht es. Und vielleicht noch so zwei, drei Sachen. Der eine oder andere schrieb mir, welches Equipment ich denn verwende. Da mache ich noch mal ein separates Video gerne zu. Ich nutze in den meisten Fällen die GoPro Hero 9. Es gibt die Hero 10, aber die Testberichte sagen, dass die Bildqualität, gerade was Videos angeht, von der 9 sogar besser ist. Also werde ich auch nicht umswitchen. Daran geschlossen habe ich jetzt die Funkstrecke von Rode, die Wireless Go 2. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt den Windpuschel, ihr seht es, angesteckt. Und die Geräusche und die Qualität, die Tonqualität müsste eigentlich sehr, sehr gut sein. Ich habe dann den Audio-Mod an meiner GoPro und dort dann entsprechend den Empfänger von der Rode Wireless Go. Und so fahre ich entsprechend mit dem Fahrrad. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir gleich an der Bußdorfer Brücke rauskommen, da wo wir eben hergefahren sind. Wir haben einen kleinen Rundweg gemacht, von da aus geht es dann wieder nach Hause. Und dann haben wir uns zumindest ein bisschen heute bewegt. Ich werde danach aber auch noch mit unserem Hund Luke spazieren gehen. Also für Bewegung ist heute gesorgt. So, halten wir doch noch mal am Siegburger Wehr hier an. Immer ein sehr schöner Blick, wie man sehen kann. Zeige ich euch auch noch mal den Blick von unterhalb. Auch immer sehr schön. Hier seht ihr, hier kann man sehr schön, hier viele Jugendliche versammeln sich hier im Sommer, grillen, verbringen Zeit hier. Also wirklich sehr schön. Tja, was ich vielleicht noch erzählen kann, wenn wir schon beim Equipment sind, ich höre immer gerne Podcasts, deswegen habe ich die AirPods auch im Ohr, höre immer Podcasts, das finde ich extrem entspannend. Und die unterschiedlichsten Podcasts, Business-Podcasts, wenn euch das mal interessiert, mache ich gerne auch mal eine separate Aufnahme dazu. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter. So, ich habe einen kleinen Umweg gemacht, bin jetzt am Grafenkreuz hoch und werde von da aus in den Wald noch mal rein. An der Raststätte geht ein kleiner Weg rein, dann in Richtung in den Lohmacher Wald und dann wieder nach Hause. So, fahren wir den Weg runter in den Wald. Ich gehe davon aus, die Siegburger unter euch kennen den Weg. Für alle anderen zeige ich ihn jetzt einfach noch mal. Es geht Richtung Raststätte von der Seite am Grafenkreuz herunter. Und dann sieht man es eigentlich von hier noch gar nicht so richtig, aber da geht es in den Wald hinein. So, und hier geht's rein. Ja? Eher unscheinbar, aber der Weg führt tatsächlich in den Wald. Nicht der schönste Weg, aber dafür sind wir gleich mitten im Wald. Und das ist doch perfekt. Dann haben wir heute alles dabei gehabt. Fahrradwege, kurzes Stück Straße, jetzt Wald zum Schluss nochmal. Also genau das Richtige. Und vielleicht nehme ich euch sogar mit gleich noch auf die kleine Runde mit unserem Hund Luke. Kreuzen wir noch mal die B56 und dann geht es Richtung Lohmacher in den Wald. Ich werde noch ein Stück Richtung Lohmacher fahren, nicht den direkten Weg nach Hause, damit wir auch mindestens die 20 Kilometer voll kriegen. Wir sind jetzt bei Kilometer 17. So, wir fahren durch den Tunnel. Die letzten Meter sind jetzt
20,4 Kilometer, das roundabout 21 Kilometer war die Strecke jetzt, an einem wunderschönen Sonntagvormittag. So, ich nehme euch jetzt auch noch mal mit zum kleinen Spaziergang mit meinem Hund Luke. Wir gehen in den Wald und auch da gibt es noch ein paar Impressionen. So, eben waren wir noch im Lohmacher Wald, jetzt sind wir im Siegburger Wald. An den Ententeichen, wie wir früher als Kind immer gesagt haben. Und da geht es jetzt eine kleine Runde mit dem Luke. Ja, der Luke ist ein Flat-Coated Retriever, das vielleicht nur ganz kurz. Das ist kein Golden Retriever. Von der Art her sind die normalerweise schwarz und braun. Das ist eine Fehlfarbe. Könnte ein Hoverrad-Mix mit drin sein. Und die sind etwas größer als Golden Retrievers, etwas schlanker. Und ja, das ist der Luke.